Angriffe auf Krankenhäuser im Gazastreifen. Ukrainische Zivilisten in der Region Cherson getötet. Einigung auf Koalitionsfahrplan. Polnische Oppositionsparteien unterzeichnen Vertrag und hoffen weiter auf Regierungsauftrag. Bei israelischen Luftangriffen auf 3 Krankenhäuser und eine Schule im Gazastreifen sind am Freitag mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen. Das größte Krankenhaus im Gazastreifen, Al-Shifa, in dem bis zu 50.000 Menschen Zuflucht gefunden haben, wird nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation bombardiert. Die israelischen Streitkräfte haben Videos von ihren Kampfhandlungen im Gazastreifen veröffentlicht. Die Zahl der Todesopfer in der Enklave ist nach palästinensischen Angaben auf über 11.000 gestiegen. US-Außenminister Antony Blinken sagte, es seien zu viele Palästinenser gestorben. Auch der UN-Menschenrechtsbeauftragte fordert eine Untersuchung der nach seinen Worten wahllosen israelischen Bombardierung. That enduring peace and security cannot be delivered by the exercise of fury and pain against people who have no responsibility for the crimes that were committed, including, and this is particularly shocking for UN, the 99 UNRWA staff members who have been killed so far. This is unprecedented, outrageous and deeply heartbreaking. Den 6. Tag in Folge war für mehrere Stunden eine sichere Flucht für die palästinensischen Zivilisten in den Süden möglich. Zehntausende haben das genutzt, um Schutz vor den verschärften Kämpfen in der Umgebung von Gaza Stadt zu suchen. In der südukrainischen Region Cherson, wo Kämpfe toben, wurden 2 ukrainische Zivilisten getötet. Im vergangenen Jahr hatte Kiew die russischen Streitkräfte hier über die Ufer des Dnipr zurückgedrängt. Seitdem beschießen diese Städte und Dörfer, aus denen sie sich zurückziehen mussten. Phosphor, Flashata, прості снаряди, кумулятивні, є ті самі, ну, осколочництво вони само по собі. Хаотичне стрілянина йде, у них немає для такого, як би сказати, чересчур времени не завжди, для того, щоб настроїтись. Вони автоматично просто в сектор закидають. Der russische Präsident Wladimir Putin hat im Hauptquartier in Rostow am Don nahe der ukrainischen Grenze einen unangekündigten Besuch abgestattet. Russland erreiche seine Ziele, bekräftigt der Kreml-Sprecher. Präsident Zelensky, kievskij режим, собственно, отчаянно обещает военные успехи на поле боя. Не удастся одержать победу на поле боя. А чем раньше они это поймут, тем скорее могут возникнуть предпосылки для. Anfang November habe man 11 Angriffe auf ukrainische militärische Infrastruktur durchgeführt, so das Verteidigungsministerium in Moskau. Polens liberale Oppositionsparteien haben einen Vertrag unterzeichnet, der als eine Art Fahrplan für den Fall der Regierungsübernahme durch die Koalition unter Donald Tusk dienen soll. Die Spitzen der Koalitionsparteien hatten zuletzt gemeinsam den polnischen Präsidenten Andrzej Duda aufgerufen, Tusk zum Ministerpräsidenten zu ernennen. Jesteśmy gotowi za chwilę parafować tekst umowy koalicyjnej, który będzie dla nas zbiorem drogowskazów i rekomendacji dla naszej pracy już po otrzymaniu od pana prezydenta takiej możliwości. Ale razem tworzymy coś więcej niż zbiór partii, które stoją teraz obok siebie. Tworzymy nadzieję. Tworzymy grunt do bezpiecznej zmiany. Bierzemy pełną odpowiedzialność za losy Polski, za losy naszej ojczyzny i każdego z was. Der polnische Staatspräsident jedoch hat sich dafür entschieden, seine Verbündeten der regierenden PiS-Partei Recht und Gerechtigkeit mit der Regierungsbildung zu beauftragen, genauer den amtierenden Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki.